Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 5.01.2022. Diesmal wieder ein bisschen ordentlicher. Ihr habt es gestern mitbekommen. Meine Technik hat mich im Stich gelassen, also dass ich die Wochenanalyse für den gestrigen Tag übers Handy machen wollte oder musste. Und eigentlich mich kurz fassen wollte, weil es eben doch ein bisschen etwas anderes Format ist, dem ich nicht ganz so schön zeigen kann und machen kann, wie ich das jetzt hier eben kann. Am Ende haben wir doch relativ viel drüber gesprochen. Ich weiß, dass das manchen über nicht gefällt, ne? Und ich merke das ja, ne? Dass immer wieder welche schreiben, ja, Analyse ist zu lang, Martin, das haben alles schon gehört. Aber ihr glaubt immer nicht, wie wichtig das ist. Wie wichtig das ist, das immer wieder zu sagen halt, ne? Weil gibt es immer wieder neue Leute, die hinzukommen, die neu anfangen, die eben all diese Fehler, die der eine vielleicht schon 300 Mal gemacht hat, ne? Die aber diese Fehler jetzt alle wieder neu machen. Und in dem Moment, wo ich das anspreche, dann hat es meist auch immer irgendwo so einen kleinen Grund, ne? Weil wir in der Regel an solchen Tagen dann vermehrte Zuschriften bekommen haben, viele Leute gesagt haben, oh Martin, Alter, ich bin jetzt hier Short seit sonst wann, glaubst du denn, der kommt überhaupt noch mal runter und so weiter und so fort. Wir ganz viel von Leuten mitkriegen, die dann wirklich verzweifelt irgendwie Positionen mit Verzweiflungstaten versuchen rauszuretten, die plötzlich jede Short-Marke versuchen zu traden, selbst die, die gar nicht zum Shorten eigentlich gedacht sind, um sich irgendwo Positionen wieder zurecht zu traden. Und das sind so Momente, wo ich dann einfach merke, da musst du was machen, da musst du nochmal auf die Leute eintreten und dann musst du die versuchen, mental einfach zu unterstützen und eben nicht nur eine Analyse hinzuklatschen und zu sagen, ja, was interessiert mich denn, was morgen oder übermorgen passiert. Wir können eh den nächsten Tag wieder komplett neu anfangen, können sagen, okay, gestern haken wir ab, Ziele für heute sind bla 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 bla. Naja, aber mir liegt schon irgendwo ein bisschen was daran, hier euch entsprechend auch mitzunehmen und eben an der Erfahrung einfach auch teilhaben zu lassen, ne? Die wir haben, die teilweise viele von euch auch schon haben, aber eben viele, die hier zuschauen, noch nicht haben halt, ne? Oder viele, die hier zuschauen uns jetzt haben, eben auch hauptsächlich vielleicht getrieben durch die Videos in der Vergangenheit hatten, wo wir da eben verstärkt drauf eingegangen sind. Und mir ist es einfach wichtig, ich kenne das noch gut, ich weiß, wie aggressiv man auch selber wird, wie schlecht gelaunt man sein kann, wenn man den ganzen Tag Short-Positionen offen hat und der Markt steigt. Das ist nicht nur scheiße fürs Depot, weil es immer ins Minus geht und immer weiter ins Minus geht und das ganze schöne Geld, was man sich hart an anderer Stelle erarbeitet, plötzlich weg ist, sondern nein, das hat ja auch Auswirkungen aufs private Umfeld. Man wird dann launischer, man aggressiver, das heißt, wenn dann Leute irgendwie querkommen, Familie, Kinder, Freunde, Verwandte, die dann irgendwie noch was haben wollen und man sitzt den Tag drinnen, ist short und der Markt ist den ganzen Tag 200 Punkte gestiegen, dann bist du nicht mehr freundlich und hilfsbereit gegenüber anderen Leuten, dann bist du einfach ein Wrack. Ne? Und ich kenne das noch gut, ich kann mich da noch gut dran erinnern und deswegen freut es mich für jeden, der die Ratschläge annehmen kann und sich da irgendwie rausmanövrieren kann. Weil es ist einfach so, wenn man auf dem eigenen Depot keine Minus-Trades über die Nacht mitnimmt, über den Tag lang laufen lässt, dann hast du auch keinen Grund mehr, dich über irgendwas aufzuregen an der Börse. Dann sitzt man manchmal ein bisschen mit einem Stirnrunzeln da und denkt sich, Alter, was macht denn der Markt hier? Ich würde gerne mal wieder was traden. Ne? Aber diese Zeiten, wo man dann sagt, oh, Alter, 1000 Punkte minus, wie weit will denn der noch steigen? Das ist dann halt irgendwann vorbei. Und dann ist man auch viel offener, einfach mal so eine Rückläufe, wie hier auf eine 16.120 von oben, dass man da einfach nochmal long probiert und sowas. Und dann holt man sich dort wieder Punkte, die man sonst nicht hat, weil man natürlich hier bloß Ewigkeiten was aussitzt. Klar freut man sich dann, wenn es nochmal 200 Punkte runter geht, dann denkt man sich, oh ja, geil, und zack, kommen 300 Punkte da hinten wieder dran und die Welt ist schon wieder Katastrophe und Scheiße. Und deswegen machen wir da immer ein bisschen in den Momenten, wo das da ist, die das oft gehört haben und kennen, nehmen einfach zur Kenntnis, dass die Tage, an denen wir das sagen, oft eben diese Trigger-Tage sind, wo wirklich ganz, ganz, ganz viele eben zu uns kommen, wo wir das auch dann sagen, bringen müssen, weil wir es einfach merken, dass viele zu Schandtaten und in der Regel stößt der Markt dann auch einfach nochmal halt. Ne? Das muss man, sollte man einfach beachten, das ist ein gutes Sentiment, ich nutze das sehr gerne, auch für die Analyse natürlich, macht es euch auch zunutze. Aber es ist trotzdem wichtig. Also ich behalte das auch bei, auch wenn das manchen nicht gefällt, das gehört hier mit rein. Wir machen eben nicht nur eine trockene Analyse, wir machen immer ein bisschen auch einen Sentimentblick, wir gucken ein bisschen, wie sind die Leute drauf, wie handeln die, was sind die klassischen Fehler, damit wir eben nicht einfach nur sagen,
Also oben ist 16.230, unten 16.118 und der DAX kann heute fallen auf die 16.300, vielleicht schafft er auch noch 16.365, aber gegebenenfalls sind es auch 16.490 möglich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis morgen. Finde ich unattraktiv. Freut sich vielleicht der eine oder andere jetzt, wünscht sich mal so eine Analyse. Aber ich denke, wir bleiben dabei, machen da jetzt auch einen Haken dran, gucken, was haben wir zum DAX gesagt. Wir haben zum DAX gesagt, man sollte grundsätzlich hier aufpassen, wenn er jetzt nach weiter oben raustreibt, hat er durchaus das Potenzial, hier eben noch mehr Strecke zurückzulegen, reinzugehen in die 16.100, 16.118, wenn er die dann überwindet, eben auch noch weiter bis 16.230, 16.300, 16.365 und so fort. Ne, also bei 16.300 ist eben ganz markant das alte Allzeithoch, das ist nicht mehr viel, das sind noch knapp 150 Punkte. Wir haben Stand hier jetzt erstmal eine Umkehr auf eine Unterstützung drin. Ne? Die 118 ist von oben jetzt als Unterstützung dann angenommen worden, hat sich stabilisiert aufgedreht. Das heißt, zum Mittwoch würde ich jetzt davon ausgehen, dass er da weiter hocharbeitet und damit den Vorteil klar auf der Long-Seite sehen. Erneut klar auf der Long-Seite sehen. Ja. Einzigste Abbruchbedingung wäre für mich ein Unterbieten von 16.120. Sehen wir ein Unterbieten von 16.120 zum Mittwoch, dann gucke ich mir an 16.060. Ja, die wird sehr, 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 sehr interessant. Die wird sehr, sehr, sehr interessant. Kann auch gut nochmal nach oben drücken. Und ja, 16.020. Also der Bereich zwischen 16.060 und 16.020, das wäre dann Anlaufstation, wenn die 16.120 fällt. Und wenn der Bereich nicht hält, also wenn auch eine 16.20 unterboten wird, dann gehen wir hier auf die Hochs zurück. Ja, so diese alte 15.49, 15.9, nee, wir sagen mal 15.49, 15.29, das wäre dann die nächste Zone, wenn hier 16.060, 16.020 nicht anlaufen kann. Aber alles, was oberhalb von 16.120 passiert, egal wie langsam und träge das zur Seite geht, hat Vorteil nach oben. Das heißt, wenn ich sehe, der wird ruhig, der wird langsam, die Kerzen werden kleiner, er schiebt sich nur zur Seite und drückt dann eben wieder auf und dann pff, macht er nach oben weiter. Na? Und das sollte man dann entsprechend beachten. Heißt dann dort nicht Short suchen, sondern eben die Longs suchen und eben punktweise immer weiter mitgehen. Wir sehen auch hier am Tageschart, sind wir jetzt über dem Trigger drüber, wir haben das Bollinger Band nach oben aufgedreht, wir sind aus dem Bollinger Band oben draußen, das untere Band dreht hoch, das obere Band dreht hoch, das mittlere Band dreht hoch, die 200-Tage-Linie dreht hoch, also alle Indikatoren zeigen letztendlich nach oben. Das heißt, solange unser DAX hier auf grünen Tageskerzen bleibt, ist theoretisch, also und auch praktisch in Erreichen von dieser lila Linie erreichbar. Ja, und die ist im Bereich um 16.580. So, wenn er in den nächsten 3 Tagen aufbleibt. Das wäre dann auch tatsächlich ein Ziel. Das ist ja der Fall, den haben wir hier vor ein paar Tagen reingemalt. Solange wir auf grünen Kerzen bleiben hier. Ja, solange wir auf grünen Kerzen bleiben. Macht der DAX von hier eine fette, fette, fette Rote nach unten, wäre das erstmal noch gar nicht so kritisch. Weil die Welle hier ist ein bisschen kurz. Naja, er müsste auf Tagesebene tatsächlich erst wieder unter 15.8 zurückfallen, um hier wirklich auf Tagesebene das Long-Signal irgendwo anzugreifen und wegzuwerfen. Stand hier wäre jetzt auch der Bereich um 16.000 eine Unterstützung. Also gar nicht so die 16.20, sondern wirklich die 16.000 wird hier Unterstützung. Also dass wir hier auch erstmal jetzt im eher positiveren Terrain sind. Ja, und wir sind auch saisonal in einem guten Terrain oder in einem guten Fenster einfach, ne? Januarmonate sind relativ starke, immer wieder im Börsenumfeld. Natürlich nicht jeden Tag, natürlich haben wir nicht 20 grüne Handelstage im Januar, aber es sind trotzdem immer starke Handelstage. Ich würde jetzt den Start mir ganz gerne am Mittwoch angucken, weil wie gesagt, die Amerikaner schon ziemlich schwach gehandelt haben, insbesondere da die Tech-Titel. Und sollte der DAX aber oberhalb von 16.120 bleiben, dann gebe ich ihm Fahrt frei bis 16.230, 16.365, im Zweifel sogar 16.94. Wichtigste Marke hier oben ist tatsächlich 16.300, das ist das alte Allzeithoch. Ja? Und unterhalb von 16.120 ist er auf der Short-Seite ein bisschen greifbar. Halt, ne? Rein in die 16.60 und 16.20 und dann hier unten so die Bereiche um 15.49, 15.29. Gut, okay, damit würde ich das hier zumachen. Ich denke, es ist alles gesagt, alles wichtig gesagt, aber wie gesagt, auch das, was wir jetzt gestern immer wieder betont haben, ne, mit Aushedgen und Handeln, was man sieht, Trend beachten und so weiter, es ist einfach wichtig, beherzigt das. Ne? Es ist unnötiges Geld, was man durch sowas verliert, weil ihr erkennt das, ich erkenne das, wir alle erkennen das und wenn man dann
da sitzt und hoch zu die ganze Zeit short handelt, hat man ja das Problem, dass man runter zu dann die ganze Zeit long handelt. Wer gegen den Trend hoch zu handelt, der handelt auch runter zu gegen den Trend. Und die meisten rechtfertigen sich immer dieses gegen den Trend handeln, dass sie dann runter zu die ganzen Verluste wieder reinholen. Das machen die aber nicht. Die handeln dann runter zu long. Und wenn man das merkt, dass man die ganze Zeit gegen den Markt handelt, dann muss man wirklich eine Kante ziehen, dann muss man mal ein bisschen Abstand vom Markt holen, dann muss man vielleicht einfach den mal 2, 3 Tage machen lassen und dann neu einsetzen und nicht verbohrt auf einer Seite bestehen. Der Markt kann immer an beide Seiten, jeden Tag. Mal ist das eine wahrscheinlicher wie das andere, aber es gibt immer eine Restwahrscheinlichkeit für alles Mögliche. Kann alles machen. Das ist auch kein Geheimnis und das ist auch keine Schwäche von der technischen Analyse. Es ist einfach so. Na, der Markt kann alles am Tag machen. Wir versuchen mit technischer Analyse nur die eben typischen, häufig auftretenden Szenarien einzustufen, zu erheben und dann eben für uns zu nutzen, wenn sie denn eintreten. Und nicht long zu handeln, wenn er runterfällt und short zu gehen, wenn er nach oben durchzieht halt. Also das ist nochmal ganz wichtig, hier vielleicht ein bisschen zu betonen. Also wir haben Vorteil wieder auf der Oberseite, 16.230, 16.300 wären zum Mittwoch die nächsten Ziele. Fallen wir unter 16.120 zurück, bisschen aufpassen, da Rücklaufplatz dann ausgedehnt werden würde. Gut, damit, ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.